Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder wann auch immer ihr dieses Video sehen mögt. Heute ist mal wieder Zeit für ein Make-up-Tutorial. Ich habe momentan die Phase, dass ich versuche, alles Mögliche, was ich schon etwas länger besitze, aufzubrauchen und bin dann also mit diesem grün-lila-braunen Make-up-Look ist dann bei mir als Ergebnis herausgekommen. Und ohne weitere Umschweife will ich auch gleich anfangen, bevor ich jedoch euch einmal dieses hier zeige. Ich habe einmal versucht, mit vier Strähnen einen französischen Zopf zu flechten, beziehungsweise das ist nicht ganz ein französischer Zopf, sondern eine, ich glaube, ein Zwitter würde man fast sagen. Also es sieht auf der einen Seite aus wie ein französischer Zopf und auf der anderen Seite wie ein holländischer Zopf. Fangen wir also an. Auf den Wangen und auf den Lippen habe ich Folgendes. Ich habe auf den Wangen von Urban Decay einmal Score heißt die Farbe. Ich habe, kann man das lesen? So. Ich habe übrigens eine neue Kamera und ich kann jetzt auch reinzoomen und rauszoomen und so weiter. Und ich finde das auch alles ganz toll. So, Score sieht so wie folgt aus. Das ist die Farbe. So ein bisschen goldene Schimmer und eigentlich eine ganz nette Farbe. Leider hat der Pinsel mir das Rouge ein bisschen verunreinigt. Böse. Dann als nächstes habe ich verwendet auf den Lippen von Urban Decay Naked. Das war also diese Neuerwerbung, die ich hatte. Könnt ihr das lesen? Naked. Das war dieser Lippenstift, so ein bisschen nudefarben. Eine schöne Farbe. Und obendrauf, das passt ganz gut dazu, dieser Litchi-Schein von Sephora, Nectar Shine. Entschuldigt bitte meine Fingernägel. Ich war diese Woche bouldern und auf den Augen fange ich an mit Rice Paper von MAC. Das ist also dieser natürliche Ton und ich musste feststellen, dass mein No-Name-Pinsel, den ich irgendwann mal bei Douglas gekauft habe, echt der beste ist. Ich habe versucht mit dem 129er, nee, 239er, Entschuldigung, von MAC die gleichen Farben aufzutragen und ich habe festgestellt, so Mensch, es kommt ja überhaupt nicht viel raus bei den Farben und dieser Pinsel ist so ein bisschen fester und der Farbauftrag ist wesentlich besser. Also fange ich an mit meinem flachen Lidschattenpinsel Rice Paper von MAC. Das ist also diese Farbe hier. Trage ich im inneren Augenlid auf. So. Das war für mich noch ein bisschen ungewohnt mit der Kamera. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, falls ich manchmal hin und her switche zwischen der Linse und zwischen dem Display. Als nächstes habe ich aufgetragen mit einem etwas fluffigeren Pinsel von NYX ist das. Habe ich eine Farbe genommen, ABC Gum von Urban Decay. Das ist eine Farbe, die besonders gut in meinen Hautton reinpasst. Ist auch relativ matt. Und die trage ich oben auf meine Augenbraue auf. Ich trage gerne zuerst die Farben rundherum auf, falls ich so ein bisschen verwische aus Versehen und oder ausrutsche mit dem Pinsel, mit dunkleren Farben vor allen Dingen, passiert das ja ganz gerne, dann ist der Farbauftrag nicht von vornherein so krass. So, dann habe ich eine sehr alte Farbe von Body Shop. Die sieht so aus und ist die Nummer 8 Eyeshimmer. Die ist grün und hat so einen leichten, so roséfarbenen Schimmer. Und da die Farbe schon sehr alt ist und ihr dann wahrscheinlich denkt, so, ja toll, was soll ich jetzt für eine Farbe nehmen? Gebe ich euch noch eine Alternative. Und zwar ist es von der Astor Eye Artist Palette. Eye Artist Eyeshadow Palette, genau genommen. Tropics Fever, das ist die Nummer 220. Und da sind vier Farben drin und da würde ich die hellgrüne Farbe, die hier die zweite von links ist, könnt ihr dann nehmen. Die ist auch so ähnlich vom Farbton her. Hat zwar nicht so einen schönen roséfarbenen Schimmer, aber das ist wirklich so vom Farbton fast das gleiche. Also nehme ich wieder meinen flachen Lidschattenpinsel und trage also diese Farbe im inneren Augendrittel auf, so ein bisschen bis über die Hälfte hinüber. Schön viel. Also für mich war diese Farbe ist ja irgendwie ein bisschen festgebacken. Und hier, also im inneren Augendrittel, trage ich das so auf.
Schön draufpacken die Farbe, damit das Grün auch gut rauskommt. So bis ungefähr über die Hälfte ein bisschen. So, das wäre also das. Als nächstes versuche ich nämlich gerade noch meine 10 Palette oder 10 Palette von Benefit aufzubrauchen. Die ist ein bisschen, die hat schon mal bessere Tage gehabt. Also nicht erschrecken. Sieht schon ziemlich abgenuddelt aus. Ich versuche die gerade alle zu machen. Ich habe die wirklich ein, zwei Jahre lang jeden Tag in meiner Handtasche gehabt, bis ich dann irgendwann die Farben satt hatte. Und die Palette hat einen Spiegel, wenn man das ausklappt, aber den zeige ich euch jetzt nicht in die Kamera. Und dann gibt es hier oben zwei Lidschatten, also einmal lila und einmal braun. Und darunter zwei Lipglosser, die ich aber nie besonders toll fand. Und auf der anderen Seite gab es für die Wangen, das habe ich mir auch auf die Wangen gemacht übrigens, noch oben drauf auf Score, gab es für die Wangen so ein Duo. Das kann man dann mit diesem Pinsel drauf machen. Ich benutze also diese zwei Lidschattenfarben als nächstes. Ich gehe also in das Lila hinein. Und als Alternative für das Lila kann ich euch geben von NYX Flamingo. So rum. NYX Flamingo, das ist eine sehr, sehr ähnliche Farbe. Könnt ihr das so? Ich kann es ja mal aufmachen. So sieht also Flamingo aus der Nähe aus. Also trifft dieses Lila sehr, sehr gut. Und ich nehme jetzt also aus dieser 10 Palette das Lila und trage das im äußeren Drittel auf, aber nicht ganz bis nach außen. So ein bisschen oben drüber, über das Grün, dass das so ineinander überlaufen kann. Und dann drehe ich meinen flachen Lidschattenpinsel um und nehme noch das Braun hinzu, was auch auf der Palette ist, von dieser 10 Benefit Palette. Ich zeige euch gleich noch eine weitere Farbe, die ihr stattdessen nehmen könnt. Nämlich, das wäre in meinem Fall oder für meine Wahl Urban Decay Underground. Das ist eine von den Klassikern, weil es ist so ein mittleres Braun, es ist halt nicht so übermäßig dunkel und das ist recht dezent. Also das wäre also von Urban Decay. Dann entschuldige ich meine Fingernägel, wie gesagt, ich habe eben auch noch Sonnenblumen eingetopft. So sieht die Farbe aus und so sieht die Verpackung von hinten aus. Underground. Und genau, also das Braun habe ich jetzt also außen aufgetragen, vielleicht noch ein bisschen weitergehend, bis richtig auf den Knochenbogen hier vom Stirnbein drauf. Und wenn das dann ein bisschen zu unfließend ist vom Übergang, dann nehme ich nochmal meinen fluffigen Pinsel von NYX und verstreiche das nochmal. So, ungefähr. Mal Kontrolle im Spiegel. So. Okay. Also das wäre also der Farbauftrag. Dann als nächstes hätte ich dann im Angebot den Eyeliner. Und da habe ich wiederum ein neu erworbenes Stück in meiner Sammlung. Nämlich von Urban Decay ist es Demolition. Den trage ich dann auf. Vor allen Dingen konzentriert am äußeren Augendrittel. Bis nach innen ziehen. Das ist wirklich tierisch ungewohnt für mich, mich über die Kamera so zu schminken. So. Ah, ist ganz gut geworden. Und damit wäre ich auch mit den Lidschattenfarben fertig. Zum Schluss trage ich noch Mascara auf. In meinem Fall ist es wieder 2000 Calorie von Max Factor. Ein bisschen das überschüssige Mascara abstreichen und dann möglichst tief an den Wimpern ansetzen, das Bürstchen so ein bisschen hin und her bewegen und dann nach außen hin durchziehen. Zum Glück seht ihr nicht, was mein Mund macht. Ich sehe gerade lustige Grimassen. So. Und unten noch ein bisschen tuschen. Und
damit wäre ich fertig. Ich glaube, es ist einigermaßen gleichmäßig geworden. Also besonders schwierig finde ich bei dem ganzen Auftrag, das Grün gleichmäßig hinzukriegen, also dass es gleichmäßig stark durchscheint. Und wie ich gerade sehe, ist es nicht ganz so extrem geworden auf der anderen Seite, also auf meiner linken Seite, wo ich jetzt gerade nochmal nachgeschminkt habe. Deswegen würde ich nochmal mit dem Pinsel nachgehen und das Ganze noch ein bisschen nachschminken mit dem Grün. Und wenn ich fertig bin, dann werde ich gleich nochmal ein paar Bilder schießen und für euch im Anschluss an dieses Video einblenden. Lasst mich gerne wissen, wie ihr den Look fandet. Ich finde ihn ganz gut für so Frühling, Sommer, so frische Farben, auch mit Grün. Grün ist ja dieses Jahr eine In-Farbe. Und ja, wie ihr auch die neue Kamera findet. Ich hoffe, es ist für euch so ein bisschen netter, die Videos zu sehen, wo man auch mal ein bisschen besser reinfokussieren kann. Gut, das war es also von meiner Seite für heute. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video gerade sehen mögt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!